Das erste Lied auf der CD mit dem Titel Dodo hat die Sängerin Rachelle Janty eingesungen, die aus Kanada stammt, ihre Eltern wiederum aus Haiti. Das ist also ein haitianisches Lied. Ich habe dann erst nach der Aufnahme erfahren, dass der Text ein bisschen brutal ist. Es geht also darum, dass dem Kind vorgesungen wird, dass wenn es nicht einschläft, die Krabben kommen, um es aufzufressen. Die Geschichte dieses Liedes lässt schon ein wenig gruseln. Aber wir wissen ja, dass solche Drohungen nicht ernst gemeint sind. In Schlafliedern erst recht. Diesem in Vergessenheit geratenen Genre widmet sich das Album Heartones. Nach der Geburt seines Sohnes trommelte Philipp von Rotkirch musikalische Freunde zusammen, um mit ihnen Schlaflieder aufzunehmen. Rund 25 Künstler aus allen Himmelsrichtungen sind der Einladung des Musikers und Komponisten mit viel Fantasie gefolgt. Die Fäden liefen in Berlin zusammen. Also ich habe bei einigen Musikern gemerkt, dass sie sich an die traditionellen Schlaflieder erst wieder erinnern mussten. So geht es mir auch, wenn ich mit meinem Sohn singen möchte, dann muss ich auch oft erstmal den Text wieder nachschlagen. Aber die meisten Lieder sind ja wie gesagt Neukompositionen und das fand ich auch total erfrischend an dem Projekt, dass da viel Neues entstanden ist. Musiker und Musikerinnen wie die Türkin Gökçe Sayan haben eigene Kompositionen geliefert. Andere bearbeiteten traditionelles Liedgut wie der Däne Jürgen Dickmeis. Eingespielt wurden die meisten Lieder im Berliner Hotmilk Studio 13. Gus fingerne grannes, du kochst vor din Penne. Gus ein bonus rüst, du kochst vor din Brüst. Die Skellingen djevel dein Skede. Nu kenn i din Do, mit Seligheds Hoh, din Sjæl og dit Hjerte. Ja, Musik für hektische Zeiten auf jeden Fall, auch gut zum Entspannen und eben nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, das war meine Idee dahinter. Wichtig war mir, dass keine Perkussionsinstrumente dabei sind und das Ganze akustisch aufgenommen wird, ohne digitale Instrumente. Die Auswahl der Musik habe ich weitestgehend den Künstlern selbst überlassen. Die meisten waren sofort inspiriert, was selbst zu komponieren, deswegen auch so viele Neukompositionen dabei. Ein paar der Stücke sind von mir komponiert und den Text haben dann die jeweiligen Künstler dazu geschrieben. Die musikalische Vision war relativ einfach. Ich wollte so viele Länder wie möglich versammeln. Und die einzige Vorgabe, die ich den Musikern gemacht habe, war so zu spielen, als wenn ein schlafendes Kind vor ihnen liegt, was nicht aufwachen darf. So ist ein sanftes, sehr harmonisches Album entstanden mit Melodien aus 13 Ländern zwischen Haiti und Indien. Auch Mali, Südkorea, Deutschland und Israel sind vertreten. Das einzige deutschsprachige Lied stammt aus dem Familienerbe Philipp von Rotkirchs. Sein Großvater hat es einst geschrieben und die Enkelgeneration hat diesen Schatz jetzt gehoben und neu interpretiert. Die Franzosen von Ruby Brün tauschten für Heartones sogar ihren energischen Punk gegen ein poetisches Wiegenlied. Dans les étoiles, une fusée au ralenti dessine des rêves pour toi, mon tout petit. Dans les étoiles, un oiseau fait son nid et son. Ja, musikalisch überraschend war eigentlich jedes Lied, weil es immer wieder spannend war, wie die Künstler das umsetzen würden oder was sie für Ideen hatten. Zum Beispiel hat mir die Sängerin aus Frankreich eine Version von ihrem Lied geschickt. Und das war wesentlich schneller am Anfang und war so ein bisschen, hatte so ein bisschen Latin-Feeling und auch Percussion dabei. Und dann habe ich sie gebeten, mir das nochmal zu schicken und langsamer einzusingen diesmal. Und dann habe ich einen israelischen Pianisten, den Uri Ginzel, gebeten, das Ganze zu begleiten auf dem Fender Rhodes Piano. Und das war dann eine ganz tolle Kombination, die auch allen Beteiligten gut gefallen hat.
Piano und sanfte Stimmen spielen auf Hardtones die Hauptrolle und werden je nach Anlass und Kulturkreis von Vibraphon, Klarinette, Violine, Glockenspiel, Akkordeon, Harmonium, Gitarre oder Cello ergänzt. Afrika präsentiert sich mit Gilbert, Abdurrahmane Diop und Ali Keita. So können Kinder und ihre manchmal auch recht müden erwachsenen Verwandten zum melodischen Klang von Cora oder Balafon einschlummern. Und wenn sein eigener Sohn nicht einschlafen kann, dann legt Philipp von Rotkirch sehr gern Lieder aus Georgien in den CD-Player wie Nani mit dem Ensemble Tutta Cella. Also ich persönlich höre die Lieder unheimlich gerne, weil sie trotz ihrer unterschiedlichsten Herkunft mich alle irgendwie gleichermaßen beruhigen und entspannen. Und irgendwo ist es eine Art Rückbesinnung auf einen gemeinsamen Ursprung. Und das hat so was Erdendes. So.